So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Das letzte Mal wäre ein etwas längeren Part, weil ich hier einfach nicht aufhören konnte, aber ich krieg's nicht hin. I'm sorry, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Jetzt gucken wir uns mal das nächste Level von Twakes an. Ich bin gespannt. Baby Star Mine Lava oder so. Oder Mine Lava? Wahrscheinlich Mine Lava. Whatever. Ach du Schande. Können wir nicht? Oh nein, Tanuki-Stuff. Oh nein. Oh nein. Okay, Tanuki-Stuff it is. Oh, ich hätte weiterfliegen müssen, ne? Jo, das wird jetzt nicht mehr reichen. Weil noch ist alles drin. Hier ist zumindest eine Tür, in die ich rein kann. Ach so. Das ist die berühmte Reset-Tür. Ah. Wenn man es nicht schafft, das Blatt bis hinten zu behalten. Ja gut, das ist irgendwo fair. Ah, das gibt's nicht. Das ist, glaube ich, auch geduckt möglich. Das müsste geduckt auch möglich sein. Huch. Go. Nice. Nein, ich bin so eine Nuss. Ich bin so eine dumme Nuss. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott, bin ich doof. Das habe ich gerade nicht getan, ne? Oh. Ich müsste einfach nur runterschweben. Das wäre ja alles. Mehr müsste ich ja gar nicht... Ah, Mist. Aber das müsste gehen. Ja. Ne, ich hätte einfach nur das hier tun müssen. Aber stattdessen bin ich einfach dumm. Gut, den in der Mitte. Okay, ich wollte gerade sagen, für den bin ich auch zu blöd, aber ist in Ordnung. So, hier gibt es dann den nächsten. Okay, aber es gibt keinen Checkpoint hier. Es gibt zwar so eine Reset-Dings, wenn man es nicht schafft, es zu behalten. Aber sollte man jetzt sterben, dann gibt es keinen Checkpoint. Na gut. Oh boy. Was? Ach so, aber wenn man runterfällt... Okay, das ist cool. Das sind also indirekte Checkpoints. Das ist cool. Das gefällt mir. Da bin ich wiederum Fan. Ja, das war blöd. Aber warum ist denn da noch... Ich müsste auch ohne die gehen, oder? Nein! Nein! Oh Gott, komme ich da durch? Oh nein! Oh no! Ja. Oh no! Aber wie soll ich... Also selbst wenn ich jetzt den Tanuki hätte, wie soll ich denn da durchkommen? Hä? Oh. Twakes, ich habe Fragen. Hä? Nein! Mann!
So. So. Mein Gott. Ist es denn die Möglichkeit? So. Cool. Ja, cool. Aber warum auf den da unten? Ich verstehe das Setup nicht. Kann man auf die Art und Weise den Flugdings behalten, weil man auf die drauf hüpft oder was? Den Pi-Meter meine ich. Weil so ist der ja weg, ne? Aber im Übrigen... Hier runterfallen wäre auch noch keine Option. Das ist auch... Wäre sogar auch fallen. Aber ich kann doch nicht... Hä, wie soll ich da... Kann ich da geduckt dann durch? Hä, was? Muss ich von Anfang an hier geduckt? Nee, kann ja gar nicht. Kann ich doch. Ja, aber das raff ich nicht. Das Stück raff ich überhaupt nicht. Anscheinend muss man da noch fliegen können. Dafür kenne ich mich jetzt mit dem Tanuki-Suit zu wenig aus, ne? Dafür kenne ich mich jetzt zu wenig aus, wie das gedacht ist. Das kriege ich nicht umgesetzt. Ja, und jetzt müsste ich eigentlich noch weiterfliegen. Also hier müsste ich eigentlich noch den Flugdings haben. Und dann würde ich da wahrscheinlich irgendwie reinfliegen können. Und dann würde ich da hinten noch hochfliegen können. Oh Gott. Bitte was? Super. Nein, geduckt. Nein, jetzt ist er weg. Irgendwie so also. Okay. Ah! Ich hab's verstanden. Und jetzt... Oh nein! Ja, jetzt habe ich's verstanden. Deswegen ist da nämlich ein großer Koopa. Oh, dann muss ich nicht geduckt springen. Aber interessant, es wäre gegangen. Dieses geduckt wäre gegangen. Das ist möglich. Es ist offen! Es ist noch offen! Das wird gespeichert! Das wird gespeichert! Oh Gott! Das wird gespeichert, dass da hinten offen ist.
Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Da muss ich ja nur... muss ich ja nur irgendwie da den Flugdings behalten. Dann ist jetzt vielleicht doch besser geduckt, weil dann habe ich da nicht so die große... Ne? Das ist dann zwar vielleicht nicht so, wie es gedacht ist. Aber es funktioniert. Oh, yes! Ach du Schande. What? Oh nein. Ja, verstanden. Ist da noch was? Nein, okay, tschüss. Muss ich den mitnehmen? Das ist jetzt ungünstig. F. F. Eigentlich bringt es jetzt gar nichts, dann jetzt hier an der Stelle weiterzuspielen, weil ich ja das nicht schaffen werde, ne? Ah, Mist. Ja, cool. Hä? Ich habe ja noch nicht mal die Stelle mit den roten... Oh mein Gott. Ach, wobei. Das können wir machen. Hier kriege ich ein neues. Oh mein Gott. Ah, ich hätte noch... Ah nee, ich muss den eh aufdrehen. Okay, ist egal. Ist halt Quatsch. Ist egal. Okay. Gut, wir werden zumindest noch den nächsten Abschnitt sehen, aber... Das war's dann halt auch. Vielleicht kriegt man noch eine Check... Ah, gut. Alles klar. Ja, dann können wir uns jetzt einmal umbringen lassen. Okay. Immerhin ist hier ein Checkpoint. Übrigens interessant, am Anfang wird man so ein bisschen zurückgesetzt vom Fliegen her und dann erst geht's richtig los. Das finde ich auch sehr merkwürdig, in Anführungszeichen. Ah, okay, verstanden. Also man muss bei allen natürlich den Tanuki behalten. Wer hätte das erwartet? Niemand. Oh boy. Kann ich wieder aufhören? Jo. Rip. So, jetzt hier schnell rüber. Jetzt hier noch ein bisschen weiter fliegen. Und dann... Nein! Nicht kacken! Die in der Mitte sind immer ganz komisch zum Aufdrehen. Weiß auch nicht. Oh, jetzt kann ich die nicht speichern, ne? Oh, no. F.
das ist doch... Ich kann halt nicht direkt da bei den Stacheln losfliegen. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Dahin. Nein. Oh mein Gott. Oh, jetzt sterbe ich sogar. Cool. Also auf, dann mache ich die Strecke als erstes, weil bei der anderen sterbe ich nicht, wenn ich es verhaue. Ah. Rip, 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 rip. Oh Gott. Verdammt. Nein. Ja. Komm schon. Nein, ich bin so eine Nuss. Ah, den schwersten Teil geschafft und dann verhaue ich den Schluss. Ai. Alter. Warum gibt es jetzt keine Röhre, wo der rauskommt? Warum habe ich nur 4 Versuche? Das ist schon... Oh! Das ist schon frech. Weil wenn ich jetzt den schaffe und den da drüben dann nicht, weil ich den Tanuki einfach nicht mehr kriege, ist das auch wieder blöd. Ach, Twakes, mach doch sowas nicht. Du hast doch vorhin mir auch unendlich Tanuki gegeben. Mach das doch hier einfach auch. Warum hier nicht? Das verstehe den Grund nicht. Ich verstehe den Grund nicht. Erklär es mir. Ich finde das so irritierend, dass man erstmal überhaupt nicht fliegt und dann kriegt man plötzlich den Schub. Ich krieg... Nein! Weiß ich. Danke. Och. Oh Mann. Nee, komm, er bringt mich um, weil das ist mir zu... Das ist mir viel zu riskant hier dann, die Tanukis herzugeben. Ach, Mann. Ich hab's geahnt. F. Hier, ne? Erst kriegt man hier so ein... Es gibt's doch nicht. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Will das nicht. So, schwersten Teil geschafft. Jetzt muss ich nur noch einmal auf dem blöden Viecher landen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab's wieder verhauen. Ich hab's wieder verhauen.
Kann doch nicht sein. So, schwersten Teil geschafft. Ich muss nur noch auf dem Viech landen. Danke. Und jetzt muss ich nur noch die Münze holen. Alter. Muss ich nur noch die Münze holen, die ich vorhin schon hatte. Das ist wirklich der deutlich einfachere Weg. Hab's verhauen. F. Drei habe ich noch. Das meine ich. Jetzt wird's nämlich kritisch. Da verstehe ich einfach nicht, warum. Das muss doch... Oh mein Gott. Das muss doch nicht sein. Kriege ich das irgendwie gerettet? Nee, ne? Komm schon! Ah, das kriegt man nicht gerettet. Ah, es ist das... Käse. Es ist einfach Käse. Nein! Ich habe nur noch ein... Und das meine ich. Jetzt habe ich... Oh. Twix, das ist doch jetzt wirklich unnötig. Ja, das war's halt. Toll, und was mache ich jetzt? Ah. Nee, die kommen nicht wieder. Ach, Mann. Hä? Oh. Ah, ne, es sind nur die Leben, ne? Ich hab dir vertraut, Twix. Warum? Ja, kann mich halt umbringen jetzt. Ist das nicht eine Art Softlock? Fragezeichen. Ich hab zwar auch Softlocks in meinem Level, aber das ist halt einer. Oh, und zwar ein echt unnötiger. Toll. Oh oh. Ja, das war's. Cool. Super. Großartig. Bin begeistert. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Was da ist, aber ich glaube nichts Wichtiges. Ach so. Da war aber nicht ein Checkpoint, den ich jetzt versehentlich noch auslösen kann, ne? Ich gehe jetzt mich ganz schnell umbringen. So. Wow. Aber wie gesagt, ich verstehe nicht den Sinn. Ansonsten gab es unendlich Tanuki hier nicht. Es ergibt halt für mich einfach... Es gibt für mich keinen Sinn. Es sorgt für einen Softlock, den man nicht haben müsste. Weil überall sonst hast du es ja nicht gemacht. Das verstehe ich nicht.
So, 4 Versuche. Schneller. Ja, das war's. Ah, ich könnte so im Strahl kotzen. Entschuldigung. Aber... Oh Mann! Hier kann ich halt auch keinen Speed, ne? Das ist... Ich kann nur wieder den hier versuchen, aber das haut halt... Ne, ist egal, was ich mache, es haut halt nicht hin. Ach, verdammt. 2 Versuche. Okay. Nicht versagen. Oh, nicht da unten jetzt. Wehe. Okay. We did it. Oh, mein Gott. Was ein Quatsch. Yay. Aber ich verstehe halt nicht, warum das nicht... Das ist mein Hauptkritikpunkt eigentlich, die Tanukis. Warum nicht mehr Tanuki an deinen Stelle? Warum? Das verstehe ich nicht. Alles andere ist okay. Aber das verstehe ich nicht. Ne, brauche ich nicht posten, sage ich ihm so. Oh. Ach so, apropos Kommentare. Ich habe ja den von Twax noch gar nicht gelesen. Yay. Okay. Übrigens, hier kann man sehen, das finde ich auch ganz cool, hier kann man sehen, wo Leute sterben. Ich kann es mir schon grob denken. Hauptsächlich wahrscheinlich bei den Sprüngen mit den Notenblöcken. Ja, hier auf jeden Fall ein bisschen, hier weniger. Das kriegen die hin, das ist ganz gut. Na, hier in der Röhre. Wie komme ich denn da rein? B. Die ist da drüben irgendwo. Kommen Leute überhaupt bis hierher? Ja, hier ist einer mal... Okay, einer ist mal hier gewesen. Ich meine, das haben ja auch manche geschafft, aber ansonsten sterben sie hier gar nicht so. Also der Lakitu-Attack funktioniert nicht wirklich. Toll. Ja, hier sterben einige. Aber gar nicht mal die meisten Tode. Wo sind denn die meisten Tode? Ja, hier unten ein paar, das ist ja in Ordnung. Das ist ja der Checkpoint da. Das sind besonders ärgerliche Tode, da muss man sich besonders ärgern. Aber ich habe 530 gezählt, der zeigt die gar nicht alle an, kann das? Der zeigt die bei weitem nicht alle an. Hä? Ja gut, wie auch immer. Dann halt nicht. Gut. Aber wie gesagt, ich bin nicht zufrieden. Ich muss mir da irgendwas einfallen lassen. Das gefällt mir nicht. Wisst ihr, was wir jetzt noch machen? Wir starten jetzt noch eine Endlos-Herausforderung in Superschwer. So. Ich spiele jetzt maximal ein Level, außer ich skippe es sofort. Aber... Wir starten das jetzt einfach mal und gucken mal, wie wir das so in der Zukunft fortsetzen werden. Ice Muncher Jump Cave. Na, das war nix. Ich glaube, da gehe ich unten drunter durch. Ja. Oh boy. Gut, gleich den ersten verhauen. Ist in Ordnung.
Komme ich da schneller hoch? Habe ich die Zeit? Ja, komme ich. Sehr gut. Weil ich die Zeit nicht habe. Wir haben doch keine Zeit. So. Kann ich den eigentlich zum... Nicht, das wollte ich nicht. Ich wollte was anderes. Ah! Ah, ich krieg's nicht getimed. Ich krieg's einfach nicht getimed. Ah, das war schlecht. Nein. Ah, fast. Nee, scheint nicht zu gehen. Okay. Gut. Nee, dann muss ich da... Nee, da, das kann ich mit einem durchrennen, kann ich das nicht machen. Alles klar. Muss ich mit Geschick rangehen. Da muss ich schmieden. Kein Kommentar dazu. Sag mal, bin ich denn komplett doof? Ja, gibt's das denn? Ah, ich darf nicht springen. Ich darf nicht springen, ich darf aber auch nicht zu lange da stehen bleiben. Nee. 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 Nee, das möchte ich nicht. Lustig wäre es, wenn man mal in seinem eigenen Level landen würde. A break from hell. Okay, so, hier habe ich jetzt erstmal Ruhe. Ja, dich sehe ich, Freund. Okay. Ich hoffe, ich kann... Oh mein Gott. Das ist nicht so nett. From URL sehe ich da gerade. Ups. Ich kann lesen. Aber auch hier wieder, ne, es gibt keine Beschreibung. Es wird, hier drüben könnte zum Beispiel die Beschreibung anzeigen, wenn es eine gäbe. Aber das macht's halt nicht. Das finde ich doof. Doof, Nintendo. Doof gemacht. Ach, ich wollte schnell sein, Mann. Ich habe doch keine Geduld. Na gut, soll er halt einmal fallen. So, aber der Sprung da unten ist natürlich fies. Oh, nice. Und jetzt? Okay. Bisschen was mit Eisblöcken. Damit sollte man eigentlich klarkommen können. Okay. Kriege ich mal einen Checkpoint? Das ist kein Checkpoint. Das ist ein Checkpoint. Sehr schön. Ah, ich muss weiterspringen. Ja. Ich habe die Münzen nicht rennen. Ich bin doof. Ich dachte, das Ding fährt los. Ich dachte, das Ding fährt los. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Nichts. Das ist das Problem. Ah, du bist eine Schlange. Und da will ich rein. Okay. Oh Gott.
Ja, der Raum geht klar. Karma ist eine... ...8-Bit-Version. Was? Alles klar. Okay, einfach ein bisschen eher springen, dann passt die Geschichte auch. So. Was geht jetzt hier ab? Hä, dann kann ich mich doch da einfach runterstürzen. Ist das dumm? Oh, ich liebe diese Dinger. Nicht. Oh Gott, ich kann mit denen nicht umgehen. Aber warte mal, ich kann das ja skippen. Zumindest den ersten. Problem, ich kann den nicht skippen. Oh Gott, was? Können wir nicht? Ich muss jetzt... Oh Gott, das ist ja wie in meinem Hack. In meinem Level. Das ist ja auch so eine dumme Stelle. Ja. Wie in meinem Hack. Ah, Level. Sag ich schon wieder Hack. So, aber hier... Kann ich einfach den hier machen. Was ist das denn für ein Blödsinn? Hä? Gibt überhaupt keinen Sinn. Oh, ich... Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Wirbelstürme nicht mag? Ich krieg den nicht rüber. Ich krieg den nicht rüber. Danke. Ach, jetzt bin ich wieder... Ach, komm, ey. Okay. Wir kommen der Sache näher. So. Jetzt will ich aber ja... Ach, Gott, ach, Gott. Okay. Ich vertraue dir, mein Freund. Gut. Man konnte ihm vertrauen. Oh, wo kommt denn das Leben her? Kann man anbieten. Yay, eins geschafft. Hurra. Uff. So, eins noch, dann hören wir auf. Super perfect, ohne getroffen zu werden. Hahaha. Lol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 . Mach mal nicht, mein Freund. Cool. Das da oben ist ja nett. Okay, wir gucken mal, wie es weitergeht. Alles klar. Tschüss. Thank you.
Ich hab's schon wieder getan. Ich hab den schon wieder vergessen. Okay, wir gucken, wie es weitergeht. Oh, jetzt bin ich über den gehopft. Hallalalalala. Egal, wie gesagt, wir gucken, wie es weitergeht. So geht's weiter. Sheesh! Jetzt will ich aber mal wissen, was ist eigentlich da drin? Ah. Cool. Sollte ich ja safe vor den fallenden Munchies sein. Hier nicht so. Nice. Das dürfte sogar eine ganz akzeptable Zeit sein, ne? Ah ne, es ist nicht, weil ich am Anfang rumgewurschtelt habe. Ja. Vergiss es. Zwei Level! Uff. Ein Japaner-Level. Das war's. Ist es ein Speedrun-Level? Ja, es ist ein Speedrun-Level, weil es gegen die Zeit auch noch ist. Alles klar. Was kommt denn da alles hübsche? Ah ja. Das gucken wir uns mal an. Da bin ich jetzt neugierig. Ups. Shit. Ha. Ist halt problematisch, so ein Speedrun-Level ist eigentlich nichts für einen Endlos-Modus, ne? Nein, was tue ich? Ich weiß halt nicht, wie knapp es ist. Ich das jetzt wüsste. Mist! Ich werde auf jeden Fall beim letzten Leben werde ich einen Skip machen und dann so ein Alles-oder-Nichts-Level praktisch spielen. Mach dich halt mal weg jetzt da. Aber jetzt habe ich es eh halt komplett verhauen. Toller Speedrun. Okay. Langsam. Oh mein Gott. Aber es pusht.
Ah, der fällt so runter. Okay. Ah, der ist groß. Komme ich über den drüber überhaupt? Mist! Wie soll man da denn vernünftig durchkommen? Wie man sich durchmogelt, weiß ich, aber ob das mit der Zeit halt hinhauen, weiß ich nicht. Ach, jetzt geht der auch nach da. Hä? Ist es der gleiche? Nee, ist ein anderer, ne? Das ist nicht der von vorhin, der mich verwurstelt hat. Ach Gott. Auf damit! Flop! So, also unter dem kann ich durch. Unter dem nicht. Ach, verdammt! Da kommt man drüber. Okay, da kommt man drüber. Man muss sich nur trauen. Mist. 2 F. Okay, wir skippen. Wie versprochen, ein Level, alles oder nichts. Ach Mann. Okay, so skippt man. Ups. Da was verdreht. Icy on and offs, ne? Das klingt ja großartig. Hauptsache, wir sterben nicht am Anfang. Ah, die machen selbst on-off, ne? Na klar. Nein. Danke fürs Zuschauen.